Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Warno im Early Access. Wir werden uns heute mal noch ein bisschen mit dem Warschauer Pakt beschäftigen und mal gucken, wie wir hier uns so schlagen können. Diesmal schwere KI mit dabei und mal schauen, wie wir uns hier auf der Karte anstellen. So. Ich habe diesmal ein paar mehr Einheitenpunkte hier mitgenommen oder Befehlspunkte, um Einheiten aufzustellen. Und wir gucken jetzt mal, wie wir hier uns aufstellen können. Das Coole ist, das ist auch für mich neu, dass man am Anfang die Scout-Einheiten außerhalb der Stadtzone aufstellen kann. Das habe ich auch gerade erst gelernt. Und dementsprechend werden wir das hier natürlich auch mal nutzen. So, was es auch gibt, was ich auch noch nicht wusste, ist, bei den Infanterieeinheiten gibt es den Befehl Ausladen auf Positionen. Gab es das auch bei Steel Division schon? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, wir stellen uns mal. Hier auf. Du gehst mal bitte. Ist hier eine Bodenwelle dabei? Nee. Wo geht denn die Zone los? Sie geht da los. Dahin und du gehst bitte mal hier hin. Wir wollen natürlich auch noch ein paar Kommandoeinheiten aufstellen, weil wir natürlich auch Punkte am Anfang einnehmen wollen. Wichtig ist natürlich auch wie immer Einheiten auf Straßen zu platzieren, damit es einfach schneller geht. So, und du gehst bitte mal schnell dahin. Und du gehst bitte mal schnell auf die Position, damit wir uns die zwei Punkte auf jeden Fall schon mal sichern. So, dann Infanterie. Warum habe ich von denen nur zwei Stück? Die sind sogar identisch. Ach so, die eine haben, ja gut, die einen sind mit einem BMP und die anderen sind mit einem BTR, also mit einem anderen Fahrzeug ausgestattet. So, hier. Ausladen auf Position. Was ist denn der Shortcut dafür? Z. Ah ja. Gut. Stellen wir hier drüben auch mal auf. Setzen wir mal dort in das Gebäude rein. Und hier in die Mitte führen wir mal zwei Panzer. Und die kriegen den Angriffsbefehl dahin. Jetzt haben wir noch 200 Punkte. Wir holen uns noch eine weitere Kommandoeinheit, denn wir haben ja gelernt, dass wir. Ich mal kurz gucken, können wir hier safe stehen, ja. Dass wir die Punkte einnehmen müssen und das ist am Anfang wirklich extrem wichtig. So, 120 Punkte haben wir noch. Da können wir noch mal eine Infanterieeinheit holen, die führen wir mal mit links entlang. Die hat jetzt ein BMP. Und die entladen wir mal auf die andere Seite der Straße. Okay, dann geht's los. Bin gespannt. Dadurch, dass natürlich jetzt mehr Kommandopunkte hier da sind oder Befehlspunkte, dass natürlich auch der Gegner mehr Einheiten hat jetzt direkt am Anfang. Müssen wir aufpassen. Das macht es natürlich etwas spannender. Denn was ich festgestellt habe, wir machen mal kurz ein bisschen langsamer. Wenn man mit weniger Befehlspunkten spielt und am Anfang dem der KI hier die Punkte hier wegnimmt, dann hat man relativ schnell gewonnen. Das ist, da struggelt die KI noch deutlich. Denn anscheinend, je weniger Befehlspunkte man der KI am Anfang gibt oder man Befehl am Anfang hat, desto weniger liegt der Fokus wohl auf den Kommandoeinheiten der KI. So, wir setzen den Scout mal auf Feuer erwidern, den auf Feuer erwidern und der ist auch schon auf Feuer erwidern. So, hier rechts schickt er, bleibt er erstmal stehen. Er bleibt doch mit den Einheiten erstmal stehen. Was zur Hölle? Er muss wohl erstmal nachdenken, was er jetzt wirklich machen will. So, wir nehmen den Punkt ein. Wir sind jetzt schon bei plus 2. Dann werden wir gleich bei plus 4 sein. Und wenn er jetzt hier nichts weiter einnimmt, dann sind wir gleich bei plus 7. Ja, jetzt sind wir schon bei plus 7.
Können wir uns erstmal einen kleinen Vorsprung uns holen. So, was ich auch mal gucken will, ist das Line of Sight Tool. Das ist blöd, dass man das bei jedem selber neu einstellen muss. So, das ist nämlich ziemlich cool. Hier kann man sich nämlich anzeigen lassen, bis wohin man spotten könnte, je nachdem, was der Tarnwert des Gegners ist. So, hier warten wir erstmal ab. Da kommt ein Gegner. Das sind auch mechanisierte Infanteristen. So, wir geben mal den Angriffsbefehl, weil der Unterschied zum Bewegenbefehl ist, dass beim Angriff er wirklich stoppt, um den Angriff auszuführen. Da kommt ein Hubschrauber, das ist natürlich nicht so geil. Oh, oh, oh. Ja, sehr gut. So, was macht denn unser KI-Kollege? Der fängt jetzt an vorzupushen. Da ist noch ein weiterer Hubschrauber. Sehr schön. Wir brauchen auf jeden Fall mal noch mehr Flugabwehr hier, wenn er so mit Hubschraubern ankommt. Greifen wir den Abrams an. Ja. Ist er jetzt raus oder unspotted? So, er greift den mit dem Apache da an. Da können wir im Moment leider nicht viel machen. Er hat ja aber auch schon Flugabwehr stehen. Führen wir mal nach links weitere Infanterie. Wir versuchen da mal den Hubschrauber anzugreifen. Da ist übrigens der Abrams. Der ist... Der geht raus, oder? Geht er raus? Oh yes, den hat es zerlegt. Muss ich ein bisschen leiser machen bei mir auf dem Ohr. So, den Scout da mal dahin. Was wir auch brauchen, ist natürlich Logistik. Gewinnchance unmöglich. Okay, warum kann der denn nicht angreifen? Der Apache macht da gar nichts. Der steht da einfach und freut sich seines Lebens. So, Angriff. Wow, vorbeigeschossen. Aber wir haben ihn vom Himmel geholt, das ist gut. Wir ziehen uns mal zurück. Der Aufmunitionierungswagen kommt auch. So, da greifen wir an. So, hier rechts wird die Infanterie angegriffen. Wir holen mal noch ein paar Panzer hier aufs Schlachtfeld. Und vielleicht nochmal einen Aufklärer hier irgendwo mit auf die Seite. Wir schicken die Fahrzeuge mal einzeln nach vorne. So, hier prügeln sie sich.
Wir stellen die mal da auf. Der Scout geht mal bitte dahin. Warum hat denn der jetzt eigentlich geschossen, obwohl der auf Feuer erwidern stand? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Oh, scheiße. So, wir greifen die an. Aber mit Panzern ist natürlich nicht ganz so einfach. So, das Versorgungsfahrzeug geht mal ein Stück zurück. Wir stellen die mal ein bisschen breiter auf, damit die hier nicht im Zweifelsfall gecountert werden. Oh, der Scout. Shit, der Scout geht da raus. So, da kommt ein Fahrzeug an. Das greifen wir mal an. Das geht raus. So, hier sind aber immer noch die gegnerische Infanterie, die wir jetzt gerade nicht gespottet kriegen. Hier kommt noch ein Panzer zur Unterstützung. So, der Gegner hat wieder, ja, er hat den zweiten Punkt eingenommen, aber den hier zum Beispiel nicht. So, hier Angriff. Der geht auch raus, sehr gut. Die werden angegriffen. Okay, wir schicken die Panzer mal von der anderen Seite ran. Scheiße, die kriegen keinen. Oh shit. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Wir ziehen uns mal zurück. Ja, da geht ein Panzer raus. Das ist natürlich nicht cool. Zwei Panzer sogar. Drei Panzer. Das war jetzt nicht gut. Aber schnelle Schlacht. Also wir haben wieder gesehen, was halt passiert, wenn der Gegner die Punkte nicht einnimmt. Obwohl wir jetzt schon mehr Action hatten, einfach dadurch, dass mehr Einheiten aufgestellt waren, ist es halt einfach so, dass die KI aktuell, ich weiß nicht wieso oder weshalb, aber auf jeden Fall ein Problem hat, sich auf diese Punkte zu konzentrieren. Wir haben, glaube ich, links in dem Wald ganz gut uns aufgestellt. Vielleicht muss man auch einfach gegen noch schwerere KIs spielen. Wenn wir mal uns auf jeden Fall rantasten, die Tage. 1140 Kills, 600 Verluste knapp. Unser Kollege macht 1200 Kills. Die schwere KI. Das sind beides schwere KIs gewesen, sehe ich jetzt gerade. Wir haben nur gegen schwere KIs gespielt. Die haben ja gar nichts auf die Reihe bekommen. Also die eine macht hier 350 Kills, der andere macht wenigstens 1120 Kills, aber beide an die 1000 Verluste ran. Und wir haben ja gesehen, was passiert ist. Unsere eigene KI schon am Anfang erstmal noch irgendwie 2 Minuten rum, bevor sie angefangen hat, sich zu bewegen. Da müssen wir mal abwarten, was da die nächsten Early Access Patches bringen, ob sich da hinsichtlich der KI auf jeden Fall noch was ändert. Das soll auf jeden Fall der erste Eindruck vom Warschauer Pakt gewesen sein. Gestern haben wir es ja auch schon mal gespielt, da war aber, glaube ich, nicht ganz so viel Action. Ich hoffe, ich kann euch in Zukunft auch noch mal ein paar Schlachten zeigen, die ein bisschen länger gehen und vor allen Dingen auch ein bisschen spannender sind. Ein Tutorial-Video habe ich auch bereits in Planung. Das schon mal als Info für euch. Der Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt sind das Game One-Fan, Kulle, Gorwin, Kirtano und Carbine. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.